So, ihr Lieben, eben gerade aus dem Livestream rausgekommen, deswegen noch die falsche Mütze auf, zum falschen Thema eigentlich, aber wir haben eben gerade zur Aufnahme des Videos wirklich eben gerade den ersten Trailer zu Skull Island bekommen. Wir haben jetzt zuerst den Teaser bekommen zu Godzilla Cross Kong. Auf den Trailer habe ich auch schon reagiert und schon Videos dazu gemacht. Ich habe dir da oben mal die Playlist dazu verlinkt. Jetzt haben wir hier den ersten Trailer zu Skull Island bekommen und ich könnte wetten, dass wir auch schon sehr bald den ersten Trailer zur Monarch Apple TV Plus Godzilla-Serie bekommen werden. Ich bin echt heiß drauf, weil langsam startet das Monsterverse wirklich durch. Wir schauen da jetzt mal rein. Ich muss schon mal vorweg sagen, ich gehe eigentlich unbefangen an das Ganze ran. Das ist eine Animationsserie, ey. Kann trotzdem sehr gut werden. Das Thumbnail gefällt mir allerdings schon nicht. Wir warten mal ab. Es kann trotz allem ziemlich geil werden. Es scheint auch doch nur ein Teaser zu sein. Ist relativ kurz, aber Hauptsache, wir bekommen endlich mal wieder irgendwas aus dem Monsterverse. Video in 1, 2, 3 und Play. You know what they called that place? Skull Island. Ich hatte da auch wirklich unter Animationsfilm was anderes erwartet als das jetzt. Okay, wir bekommen nochmal alle Monster zu sehen. Finde ich sehr schön, weil Skull Island hat ja ganz viele Monster. Und davon haben wir ja in Kong Skull Island nur ein paar gesehen. Da gibt es ja wesentlich mehr. Am 22. Juni kommt das schon raus. Das ist nächsten Monat. Und wir haben nur diesen Teaser bisher bekommen. Was sagt mir der Teaser jetzt? Es wird, glaube ich, ein sehr amüsantes Abenteuererlebnis. Zum Animationsstil muss ich sagen, finde ich jetzt doch sehr geil. Das ist der Animationsstil, den sie auch ähnlich, nicht ganz, aber auch ähnlich in irgendeinem Godzilla-Anime schon mal verwendet haben. Ich weiß nicht, ob es Godzilla Earth gewesen ist, diese Godzilla Earth-Trilogie, oder ob es Singular Point war, den ich ja nicht ganz so geil fand, aber die Serie fand ich nicht ganz so geil. Aber der Animationsstil ist trotzdem ziemlich cool. Wir sehen hier schon mal eine ähnliche Grundprämisse wie auch in Kong Skull Island, wo es eben darum geht, naja, hier entdecken wir jetzt erstmal die Insel Skull Island und dann fährt diese Gruppe mit einem Boot oder mit einem Helikopter. Mit einem Helikopter fliegen sie dann eben auf die Insel Skull Island und dann passieren dann da eben Unfälle. Also das Szenario ist schon sehr ähnlich zu dem, was in Kong Skull Island passiert. Aber es spielt, meine ich, davor. Es ist die Vorgeschichte von Kong Skull Island. Okay, ich finde jetzt hier auch nichts, aber ich meine gelesen zu haben, dass das die Vorgeschichte nochmal ist. Das spielt nicht nach Kong Skull Island. Glaube ich zumindest. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Was jetzt hier störend sein könnte, ist, dass der Film auf Netflix erscheint. Während die Godzilla Real-Life-Serie auf Apple TV Plus erscheint. Das heißt, hier werden wir wieder dazu gezwungen, verschiedene Anbieter zu konsumieren, um sehr wahrscheinlich dann auch den kommenden Godzilla Cross Kong Film im großen Konzept zu verstehen. Ich mag sowas nicht. Ich meine, deswegen habe ich ja auch nahezu all mein Content hier auf YouTube verlegt, damit das eine Plattform ist, die alles bedient. Mal abgesehen davon aber, ich bin so extrem zwiegespalten gerade. Ich bin auf der einen Seite echt froh, dass es jetzt weitergeht. Ich freue mich drauf. Auf neuen Godzilla und Kong-Content. Es sieht nur so aus, als wäre diese Serie nicht wirklich relevant für irgendetwas. Die Grundprämisse scheint nämlich exakt dieselbe zu sein wie die aus dem Originalfilm Kong Skull Island. Der Teaser zeigt auch nicht wirklich mehr, was nichts Schlechtes ist. Ein Teaser, der ein bisschen geheim hält, ist auch was Schönes. Aber ich kann jetzt hierüber nicht allzu viel sagen, außer dass eben die Insel nochmal erforscht wird. Wir sehen neue Kreaturen, was ich sehr schön finde, weil Skull Island ja eine Rieseninsel ist, die noch mehr Kreaturen hat als die, die wir im Film gesehen haben. Es scheint eine neue Kreatur zu geben, die irgendwie als Antagonist fungieren kann. Ich habe jetzt hier dieses Vieh irgendwie im Blick gehabt. Das sieht ein bisschen danach aus. Ansonsten wird das wahrscheinlich mehr so ein Abenteuer-Anime werden, der uns erzählt. Was erzählt er uns?
Also, da muss man wirklich sagen, der Teaser von Godzilla Cross Kong hat wesentlich mehr Substanz gehabt, obwohl er wesentlich weniger Bilder hatte als der Trailer jetzt hier. Und wenn wir nur das hier bekommen haben, oder wenn wir wirklich nur das hier bekommen, bin ich trotz allem umso heißer auf die Serie, weil wir darüber jetzt so gut wie gar nichts wissen, außer den ganz groben Plot. Wir schauen da jetzt nochmal gemeinsam rein. Jetzt achte ich mal vielleicht auf ein paar mehr Details. Mal gucken, ob da vielleicht doch im Hintergrund irgendwas brodelt, was man eventuell doch noch wissen sollte. 3, 2, 1, Play. You know what they called that place? Skull Island. Auch der Satz ist einfach recycelt aus dem Film Kong Skull Island gerade. Da sind schon Leute auf der Insel und dann kommt ein Helikopter angeflogen. Und dann bricht eben das Chaos aus. Das haben wir aber auch alles schon mal gesehen. Das Vieh, meine ich, könnte ein neuer Hauptgegner werden oder es war ein Skullcrawler. Wir haben hier menschliche Widersacher. Ey, das kann ein cooler Konflikt werden. Das kann ein cooler Konflikt werden, dass man ja auch wirklich die Menschen hat, die ja manchmal auch noch dann durchdrehen oder die andere Ziele verfolgen, wie zum Beispiel Kong umbringen, die anderen wollen das nicht. Dann kommen da auch noch interne Konflikte bei den Menschen auf. Das kann schon sehr cool werden, aber der Teaser, das ist wirklich ein Teaser, der verrät halt einfach gar nichts. Null. Außer dass er die Geschichte von Kong Skull Island nochmal nacherzählt. Das wird nicht passieren, aber der Trailer suggeriert es so ein bisschen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bin ich verwirrt? Ja. Ja. Bin ich skeptisch? Ja, aber habe ich Bock? Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und würde einfach sagen, schreib mir jetzt wie immer auch deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich werde schauen, ob ich vielleicht die Tage noch ein paar Infos zu der Serie herausziehen kann, noch ein paar Theorien zusammenspinnen kann. Vielleicht gibt es da ja doch mehr, was man sich da irgendwie mal zur Brust nehmen sollte und darüber quatschen sollte. Ansonsten warten wir einfach auf das fertige Produkt, würde ich sagen. Am 22. Juni ist sogar ein Tag vor meinem Geburtstag, kommt die ganze Chose bei Netflix raus und wenn das wirklich episodenweise erscheint, dann werde ich auf jeden Fall über alle Episoden einzeln sprechen. Sollte das Ganze im Gesamten erscheinen. Auf einen Schlag werden wir über die gesamte Serie sprechen. Einmal spoilerfrei, einmal mit Spoiler. Weil das hier wird jetzt das allererste sein, was wir aus dem neuen Monsterverse bekommen. Seid ihr hyped drauf? Geht's euch genauso wie mir? Seid ihr auch so ein bisschen zwiegespalten? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.